Fragen wir doch einfach mal den Ulrich Lothar. Ulrich Lothar, wie ist die Haltung des Bistums Essen zur Homo-Ehe? Also die Haltung des Bistums Essen ist nicht anders als die der katholischen Kirche insgesamt. Danach definieren wir eine Ehe als eine Partnerschaft von Mann und Frau, die für Kinder offen ist. Und was halten Sie dann von der Aussage Pietro Parolins, der bezüglich der Volksabstimmung in Irland gesagt hat, dass es eine Niederlage für die Menschheit wäre? Dazu haben wir uns im Bistum Essen ganz klar positioniert. Als diese Aussage über die Ticker lief, haben wir gesagt, diese Aussage können wir so nicht teilen, die ist völlig unangemessen. Eine Niederlage für die Menschheit ist, wenn es Krieg gibt oder so. Das Thema Homo-Ehe ist eine völlig andere Thematik und da geht es darum zu schauen, welche Einstellung die Kirche zu den Lebensrealitäten dieser Welt hat. Was glauben Sie, wie ist die Meinung des Papstes zur Homo-Ehe? Der Papst hat sich ja dazu sehr eindeutig geäußert, hat Journalisten gegenüber gesagt, wer bin ich, dass ich homosexuelle Menschen verurteile, die ihren Glauben leben. Außerdem gibt es den Katechismus der katholischen Kirche, auch da steht drin, dass man homosexuellen Menschen mit Respekt gegenübertritt. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Die Frage wird halt sein, und dazu befinden wir uns ja jetzt gerade in einem großen Diskussionsprozess, wie wird man künftig mit homosexuellen Beziehungen umgehen, also beispielsweise die Frage, wird es möglich sein, dass homosexuelle Beziehungen gesegnet werden können oder nicht? Ja, darauf wollte ich mal drauf eingehen, weil wie würden Sie jetzt zum Beispiel einem homosexuellen Paar, was würden Sie denen sagen, die wirklich den Wunsch haben zu heiraten vor Gott? Das ist eine schwierige Frage, die ich nicht so einfach beantworten kann, weil die katholische Kirche ist ein weltweites Unternehmen, wenn man so will. Und die Einstellungen zu diesem Thema Homosexualität sind ganz unterschiedlich. In Westeuropa noch mal ganz anders als in Afrika oder Asien. Für die katholische Kirche widerspricht eine homosexuelle Beziehung der Schöpfungsordnung. Darüber kann man heutzutage lange diskutieren und sagen, wie rückständig ist das denn? Aber das ist eben der Jetzt-Zustand. Und möglicherweise ist es eben unheimlich schwer, jetzt in allzu naher Zukunft von dieser Haltung abzurücken. Aber es ist ein Diskussionsprozess in Gang gekommen, dass man über diese Schöpfungsordnung, über das, was Beziehungen ausmacht, nochmal neu in eine Diskussion kommt. Und ich glaube schon auch, dass Kirche sich zu bestimmten Fragen verändern kann. Aber es braucht eben seine Zeit, weil es nicht allein in Europa entschieden wird, sondern weil eben die Kirche in allen Teilen dieser Welt vertreten ist. Also erwarten Sie mittelfristig wahrscheinlich kein großes Umdenken zur Homosexualität? Oder was glauben Sie, wie ist der zeitliche Rahmen? Ob ein Umdenken zum Thema Homosexualität eintritt, das glaube ich, hat schon eingesetzt. Das merkt man ja. Ich meine das ganz nur in Bezug auf die Kirche jetzt. Ich glaube, auch in der Kirche ist ein großer Diskussionsprozess in Gang gekommen. Allerdings muss man so einen Prozess nicht mit Vokabeln führen, dass die einen fortschrittlich sind und die anderen rückständig sind, sondern das ist, da muss eine intensive Diskussion geführt werden. Das geht ja oft auch an die Wurzeln unseres Glaubens heran, wenn man eben von der Bibel aus sagt, also Mann, Frau, offen für Kinder und plötzlich eben mit gleichgeschlechtlichen Paaren zu tun hat. Aber wir merken es ja auch bei unseren Gläubigen hier im Bistum Essen, dass zum Beispiel eine große Mehrheit sich durchaus vorstellen kann, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die ja auch bestimmt sind von einem liebevollen Umgang, von Treue, von gelebter Partnerschaft, dass solche Beziehungen zum Beispiel gesegnet werden könnten. Sie haben gerade einen Diskussionsprozess angesprochen, der im Gang ist. Was würden Sie von dem Diskussionsbeitrag von Frau Kramp-Karrenbauer halten, von der CDU, die gesagt hat, dass bei einer Öffnung der Ehe die Gefahr bestünde, dass eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Personen
ja, durchgeführt werden könnte. Ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag, den sie in einer laufenden Diskussion abgegeben hat. Ich finde völlig unangemessen, wie die Reaktionen darauf waren. Nämlich, das ist genau dieser öffentliche Aufschrei, dass man sagt, sie sei rückständig. Sie hat ja sehr genau gesagt, für sie definiert sich eine Ehe aus Mann und Frau. Da kann man jetzt anderer Meinung zu sein. Ich finde aber, das ist eine Meinung, die ich zu respektieren habe in einer Demokratie und die nicht unbedingt einen Shitstorm auslösen sollte, wie sie ihn dann erfahren durfte. Wenn heute Volksabstimmung in Deutschland wäre, was glauben Sie, wie würden die Deutschen abstimmen? Die Antwort ist relativ einfach. Ich glaube, dass sich eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung für die Homo-Ehe aussprechen würde. Und glauben Sie, die katholische Kirche hat noch großen Einfluss auf die Entscheidung der Bevölkerung? Ich glaube, dass die Kirche oft gefragt wird, wenn es um Themen geht wie Krieg oder menschenwürdigen Umgang mit anderen, wenn es um soziale Fragen geht. Beim Thema Sexualität sind wir sicherlich nicht mehr diejenigen, die als Erste gefragt werden. Gut, vielen Dank, Ulrich Lothar, und damit gebe ich zurück ins Studio. Dankeschön.